Profisport wird weitergehen, also die Fußball-Bundesliga unter anderem, aber jetzt wieder ohne Fans. Die Geisterspiele, die wir auch noch vom Anfang der Pandemie, von der letzten Saison kennen. Und genau darüber möchte ich jetzt sprechen mit Walter Straten, jetzt bei mir, bei uns aus der Sportredaktion. Walter, wir wissen alle schon, wie Geisterspiele laufen, denn wir kennen es von der letzten Saison. Jetzt hat man sich schon fast wieder daran gewöhnt, dass vereinzelt auf den Tribünenplätzen doch Leute sitzen. Wie bitter ist das jetzt tatsächlich oder ist es jetzt beim zweiten Mal, tut es dann nicht mehr ganz so sehr weh? Naja, es tut schon noch weh. Also den Vereinen in erster Linie, weil auch wenn es nur geringe Einnahmen sind, es waren ja höchstens 10% der Kapazitäten geplant oder 15%, tut es natürlich noch mal weh. Es kommt nicht ganz überraschend. Bayern zum Beispiel hat dem FC Bayern und den anderen bayerischen Bundesligisten und Profivereinen ja ohnehin schon Zuschauer verboten. Das Land Nordrhein-Westfalen hat gestern Borussia Mönchengladbach in der Champions League selbst 300 Zuschauer verboten. Und heute bekam auch Borussia Dortmund vom NRW-Gesundheitsamt oder beziehungsweise vom Ministerium die Nachricht, dass sie auch heute Abend gegen Petersburg null Zuschauer im 80.000er-Kessel haben dürfen. Also die Liga ist es gewohnt, aber es ist trotzdem furchtbar. Was mir dann als allererstes eigentlich jetzt bei der Gastro dann auch mit durch den Kopf gegangen ist, ist, wenn man jetzt schon nicht ins Stadion geht, das konnten eh die wenigsten von uns diese begehrten Plätze bekommen, hat man sich daran gewöhnt, dass man zumindest in der Kneipe wieder unter Schutzmaßnahmen Fußball gucken konnte. Das wird jetzt ab Montag auch nicht mehr der Fall sein. Das heißt, für alle diejenigen, die kein Abo haben, heißt das einfach keine Fußball-Bundesliga oder könnte es da vielleicht irgendwas geben, dass wir es doch im Free-TV sehen können? Das ist, glaube ich, schwer, weil Sky ist der Rechteinhaber für den Großteil der Live-Spiele, insbesondere für die Samstagskonferenz, die ja das begehrteste Objekt der Bundesliga ist. Die würden es nur sehr teuer verkaufen an einen Free-TV-Inhaber. Aber was wird es zur Folge haben? Du sagst ja richtig, die wenigen dürfen nicht mehr ins Stadion und die Kneipen sind auch dicht. Was passiert? Die richtigen Fußballfans rotten sich denn zusammen, muss man sozusagen in Privatwohnungen. Was auch verboten ist jetzt. Ja, was verboten ist, aber Gott, wer will das alles kontrollieren? Ich glaube, die Infektionsgefahr in einem Stadion, in einem zu einem Drittel gefüllten Stadion mit Abständen, mit kontrollierten Hygienekonzepten ist weitaus geringer, als wenn alle Leute zu Hause mit 6 Mann auf dem Sofa sitzen und sich das Spiel angucken. Also ob das eine weise Entscheidung ist, kann man bezweifeln. Sie ist halt jetzt da. Die Bundesliga wird damit leben. Viele Vereine haben ohnehin ohne Zuschauereinnahmen geplant schon für den zumindest die Hinserie der Saison. Also wirtschaftlich ist es zwar ein Rückschlag, aber es wird die Liga nicht umkippen. Ganz anders sieht es aus bei den Sportarten, die viel mehr von Zuschauern abhängig sind. Eishockey zum Beispiel, Handball zum Beispiel, die haben nicht die hohen Fernseheinnahmen, die leben ja mehr von den Zuschauern. Für die ist es jetzt ganz, ganz bitter, das muss man sagen. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.